Guten Morgen, Herr Schraps. Guten Morgen. Willkommen zu unserem Laufbahninterview. Guten Morgen. Sie sind Mitglied im Europaausschuss. Im Mai sind Europawahlen. Verraten Sie uns doch, worum geht's da? Ja, es geht um unglaublich viel dieses Mal, wobei nicht nur dieses Mal. Die Europawahlen sind sehr, sehr wichtige Wahlen, nicht nur allein aufgrund der Tatsache, dass mittlerweile unglaublich viele Dinge, die uns hier in Deutschland betreffen, auf europäischer Ebene geregelt werden. Aber das gilt übrigens nicht nur für mich als Mitglied des Europaausschusses, sondern das gilt für alle Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag. Jetzt kann man ja den Eindruck gewinnen, in der Europäischen Union entscheiden eigentlich die Regierungschefs über die wichtigen Sachfragen. Wie viel Einfluss hat das Europäische Parlament und finden Sie das gut so? Ja, den Eindruck konnte man tatsächlich gerade in Krisenzeiten in den letzten Jahren, wenn es um Migrationsthemen ging oder wenn es um Finanzkrisen ging, konnte man die tatsächlich gewinnen. Ich glaube, man darf dabei aber nicht unterschätzen, dass das Europäische Parlament gerade in den letzten Jahren mit dem Vertrag von Lissabon, unserem aktuellen europäischen Vertragswerk, viel an Kompetenzen hinzugewonnen hat. Hat zum Beispiel immer die Zustimmung darüber zu geben, ob das europäische Budget angenommen wird. Das können die Nationalstaaten also nicht ganz alleine entscheiden. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist so ein richtiges Initiativrecht fürs Europäische Parlament. So wie es der Bundestag schon seit Jahrzehnten hat, richtig so aus eigener Initiative heraus Dinge voranzutreiben, das fehlt fürs Europäische Parlament noch, das würde ich mir wünschen. Es gibt eine Studie, in der junge Menschen befragt wurden, was ihre wichtigsten, brennendsten Fragen sind. Das sind einmal die Terrorismusbekämpfung, Umwelt- und Klimaschutz und Fragen zur Einwanderung, zur Migration. Vielleicht können Sie sich eins dieser Themen rauspicken und uns sagen, wo die europäische Staatengemeinschaft da Fortschritte erzielen konnte. Erstmal haben alle drei Themen gemein, dass es unglaublich wichtige Themen sind. Ich kann schon nachvollziehen, dass das die jungen Menschen beschäftigt. Ich glaube, wenn ich mir eins rauspicken soll, würde ich das Thema Migration nehmen. Ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, wirklich zu unterscheiden zwischen Menschen, die vor Krieg und Vertreibung flüchten und die ein Anrecht darauf haben, auch Asyl bei uns zu bekommen und bei uns aufgenommen zu werden. Die Menschen, die aber ansonsten zu uns kommen, dafür brauchen wir klare Regelungen, Einwanderung zu setzen. Und ich glaube, da geht es schon ganz schön voran. Wir sind am Ende angekommen. Eine ganz kurze Frage, ganz kurze Antwort. Es gibt viel Kritik an der Europäischen Union. Wären wir ohne die EU besser dran? Ach, auf gar keinen Fall. Wir wären ganz sicher nicht besser dran. Man muss nur an Roaminggebühren abschaffen denken. Man muss an Geld mit dem gleichen Geld bezahlen denken. Man kann einfach über Grenzen fahren. Ich durfte das in meiner Generation als erstes erleben. Und ich glaube, da müssen wir auch dranbleiben und sowas nach vorne treiben und dafür sorgen, dass die Menschen verstehen, dass das große Errungenschaften sind. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Bitte schön.